Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, wie gesagt, diese Runde ist jetzt mit dem Wave. Okay, da ist jemand rausgegangen, warum auch nicht. Da kann ich ja jetzt erklären, was ich hier für ein Bild habe. Ich habe die Wool. 4, alle Leute sind von betroffen. 5% Rückgang bei normalen guten Fähigkeitscheck und 0% Rückgang bei einem perfekten Fähigkeitscheck. Dann haben wir Bamboozle, wodurch wir 15 Sekunden schneller durch die Fenster steigen und dieses für 16 Sekunden blockieren. Dann haben wir Überwachung. Das sorgt dafür, dass halt die Generatoren weiß gekennzeichnet sind, welche ich dann doch schon getreten habe. Das kombiniert sich ganz gut mit meinem Addon, was dafür sorgt, dass ich schneller im verhüllten Zustand Paletten zerstöre, Generatoren trete und durch Fenster steige. Also habe ich so aufeinander gelegt, das Bamboozle und dieser Generatoreffekt. Da ein bisschen beides vom Profitieren. Und dann haben wir als letztes natürlich Barbecue und Chili, um ein paar Blue-Punkte zu bekommen und natürlich die Leute zu sehen, welche dann doch etwas auf Distanz vorhanden sind. Das zweite Addon sorgt dafür, dass meine Bewegungsgeschwindigkeit im verhüllten Zustand stark erhöht wird. Das ist nochmal vom Vorteil zusammen mit den Generatoren. Wenn ich sehe, dass einer wieder an den Generator arbeitet, komme ich schnell wieder dorthin und kann diesen dann doch angreifen. Deshalb hoffe ich einfach mal, dass das so funktioniert, wie ich das hoffe. Dieser Satz ergibt sehr viel Sinn. Dass ich hoffe, wie ich es hoffe. Mhm, gut. Damit haben wir das auch schon erledigt. Wissen wir ja alle Bescheid. Und es kann losgehen. Große Map. Und dann suchen wir unseren ersten Survivor. Oh, Ruhe ist okay. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ah, Sprintboost. Alles klar. Na. Oh, du bist einer, der zirkeln kann. Das macht ja Spaß. Das ist wirklich spaßig. Und du lockst mich auch noch weit weg. Ich hasse Heu. Komm, mach's runter. Tja, ich hab dich noch gehört, du Fotze. Tut mir leid. Weil der Typ war mir gerade sehr so unsympathisch. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, dass sie hier irgendwo ist. Nur leider sehe ich wegen dieses verschissenen Getreides nicht wo. Doch, da drinnen. Ja, er wird jetzt gerettet, aber es ist okay.
Oh, lol. Nö. Er ist nicht mehr hier. Und der Gen wird weitergemacht. Wapp, 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 wapp. Ja. Oh, ich hab Schmerzen. Oh. Lalalala, das war eigentlich eine verschwendete Palette. Ah, schade. Denkste? Fühlst dich toll mit deiner Flashlight? Muss ich dich enttäuschen mit deiner Flashlight? Hat dein Mate mich gerade zu dir gelockt? Ja. Das ist eine starke Flashlight. Sehr schön. So macht das Spaß. So macht das Spaß, wenn die da ihre Scheißtaschen implementieren. Ah, du gehst mir am meisten auf den Piss. Ah, natürlich mit das Man. Ach komm. Jawohl. Du hast mir einen Huck schon versaut. Du gehst mir hart auf den Sack.
Du blendest mich andauernd. Es fühlt sich an wie eine verdammte, beschissene lila Flashlight. Erwischt. Okay, du hast das. Und hopp. Hier ist noch eine. Oder ist die Verletzte einfach weggelaufen? Okay. Okay. Ah, natürlich. Adrenaline, yay. Getreide, yay. Hab dich gehört. So, der mit der Taschenlampe wird sich verpissen. Ist egal, das nimmt nicht so viel Zeit weg. Und da das Ding hier direkt daneben ist, macht es keinen Sinn für mich, woanders hinzugehen. Nö. Raus mit dir. Danke. Der eine war egoistisch, ist rausgerannt. Gut. Hätte auch vergessen können, dass ich da jetzt den Ort verlasse, weil, ehrlich, die Tür war 5 Meter neben dem Haken. Ah, war okay. Naja. Jetzt kommen die ganzen Rang 1 Survivor, die meistens dann auch im Team zusammenspielen. Ja, das ist dann. Akzeptabel. Ich gucke, ob hier noch irgendwo Paletten sind, die ich zertreten kann. Ich glaube nicht. Ich konnte nicht so von meinen Sachen Gebrauch machen, wie ich wollte, weil fast immer irgendein Survivor in meiner Nähe war um mich herum und
Die Jagden haben viel zu lange gedauert. Es war alles nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Aber 2 Kills. Ist okay. Ah, die Herausforderung haben wir. 100.000 Blutpunkte. Ja gut, eigentlich sieht sogar okay aus. Gerade so im Pip. Gerade so. Der war so nervig. Es war doch nur eine gelbe Flashlight. Hat sich viel stärker angeführt. 4 Sekunden Brauchsdauer. Fügt eine 2 Sekunden Nutzungsdauer hinzu. Ich hatte keine Möglichkeit, dem zu entkommen, während ich hochgehoben habe. Kam mir stärker vor. Deutlich stärker. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Tschüss mit...